Nimm niemals ein Jobangebot an, ohne zu wissen, wofür deine Arbeit verwendet wird. Ich glaube, ich werde mir niemals vergeben können, Teil von so etwas gewesen zu sein. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, führt eine Ausbildung im Filmbereich nicht automatisch zu Jobangeboten. Im Alter von 23 Jahren war ich verzweifelt auf der Suche nach Arbeit. Ich hätte mich mit allem zufrieden gegeben. Doch wäre ich heilfroh gewesen, etwas zu finden, das sich mit meiner Passion und meinem Talent deckt. Als ich die Seite aktualisierte und Kameramann gesucht bei den Stellenangeboten las, schickte ich so schnell ich konnte eine E-Mail los und bekam bereits innerhalb der nächsten Stunde eine Antwort. Nach einem kurzen Mailaustausch fand ich mich schon am nächsten Tag bei einem Vorstellungsgespräch mit einem dürren, wohlgekleideten Mann in einem wunderschönen Apartment in der Innenstadt wieder. Der Mann, welcher sich mir als Andrew vorgestellt hatte, war höflich, aber direkt. Also, hast du irgendwelche moralischen Probleme mit Homosexualität oder Bedenken, homosexuelle Handlungen zu filmen? Ich hielt kurz inne. Ich wollte nun wirklich nichts mit Pornos zu tun haben. Das Schwulending störte mich nicht, mein Bruder ist schwul. Aber ich hatte die Sorge, dass ich so etwas nicht gut in meinem Lebenslauf machen würde. Aber ich war immer noch pleite. Ich sagte ihm, es wäre kein Problem für mich. Andrew lächelte und dann besprachen wir die Details. Zu meiner Überraschung würde Andrew an den sexuellen Handlungen, die ich filmen sollte, beteiligt sein. Er brachte mich in sein riesiges Schlafzimmer und ins Bad und erklärte mir, dass immer an einem oder beiden der Orte gefilmt werden würde. Andrew öffnete einen Schrank und zeigte mir die High-End-Kameraausrüstung. Ich sollte alles in 4K filmen. Die Besucher meiner Seite lieben es, Details zu sehen, erklärte er mir. Es stellte sich heraus, dass Andrew der Betreiber einer Pornoseite war. Er verlangte wahnwitzige Geldsummen für eine Mitgliedschaft und trotzdem schlossen scharenweise Menschen aus der ganzen Welt Abonnements ab. Wir verabschiedeten uns damit, dass er meine Hand schüttelte und mir die Stelle anbot. Die Bezahlung fiel 5-mal höher aus, als ich erwartet hatte. Am nächsten Montag kam ich bei Andrews Apartment an. Andrew war dort mit einem jungen Mann. Er schien ungefähr in meinem Alter zu sein. Andrew nannte ihn Danny. Danny hatte so etwas bisher noch nie gemacht und war sichtlich nervös. Andrew bot ihm etwas Whisky an, welchen dieser dankend annahm. Als ich die Kameras im Schlafzimmer fertig aufgebaut hatte, bat Andrew Danny darum, sich bereit zu machen. Danny verschwand daraufhin mit seiner Tasche ins Bad. Andrew winkte mich ins Schlafzimmer. Er erklärte mir nochmals, dass die Besucher seiner Seite Wert auf Details legten, was viele Nahaufnahmen bedeuten würde. Ich bestätigte ihm, dass ich alles verstanden hatte, gerade als Danny den Raum betrat. Bis auf eine lockere, weiße Boxershorts war er nackt. Nervös ging er zum Bett und setzte sich hin. Andrew lächelte und wies mich an, mit dem Film anzufangen. Ich versuchte, alles bestmöglich einzufangen. Der Akt dauerte keine 10 Minuten und gipfelte darin, dass Andrew wild in Dannys geneigten Körper stieß und in einem kurzen, heftigen Orgasmus aufgrunzte. Als Andrew sich zurückzog, wies er mich im Stillen darauf hin, auf Dannys Arschloch zu zoomen, um die Auswirkungen zu zeigen. Nachdem ich fokussiert hatte, schloss ich die Augen. Ein wenig Blut tropfte auf das pastellfarbene Bettlaken. Der Dreh war vorbei. Andrew dankte mir und reichte mir einen Umschlag, in dem sich $500 in bar befanden. Das werden wir 5-mal die Woche machen. Ich werde mir deine Arbeit heute Abend mal ansehen und wenn sie meinen Standards entspricht, wirst du jedes Mal die Kameraführung übernehmen. Ich lächelte und nickte eifrig, gerade als Danny aus dem Badezimmer trat. Er war nun angezogen, hatte aber Tränen in den Augen. Bevor er ging, eilte er zu uns, um Andrew zu umarmen. Vielen Dank, schluchzte er, während sie sich umklammerten. Ich verließ zusammen mit Danny die Wohnung und wir stiegen in den Aufzug. Er weinte immer noch. Besorgt fragte ich, ob er verletzt wurde. Nein, nein, mir geht es bestens. Ich bin glücklich. Ich sagte ihm, dass er nicht besonders glücklich aussieht. Ich fühle mich nun endlich so, als wäre ich
Teil von etwas. Monate vergingen und Andrew und ich filmten an jedem Werktag mit anderen Männern. Die meisten von ihnen waren wie Danny, nervös und weinerlich. Doch alle behaupteten sie nach dem Dreh überglücklich und nun Teil von etwas zu sein. Ich hatte den quälenden Verdacht, dass Andrew ihnen allen Hoffnungen bezüglich einer Beziehung machte. Aber in keinem Fall hätte ich damit irgendetwas zu tun haben wollen. Vor allem, weil ich durch Andrew schnell und effizient den Kredit abbezahlen konnte, den ich damals fürs Studium aufnehmen musste. An diesem Morgen war Andrews Tür abgeschlossen. Ich rief ihn ein paar Mal an, wurde jedoch immer sofort zur Mailbox geleitet. Verwirrt ging ich wieder. Als ich wieder zu Hause war, langweilte ich mich zu Tode. Darauf vorbereitet, die restliche Zeit mit Netflix totzuschlagen, öffnete ich meinen Browser. Meine Startseite war eine Nachrichtenseite. Ich schnappte nach Luft, als ich dort Andrews Gesicht sah. Darüber die schrille Schlagzeile »Sexualstraftäter«. Ich klickte auf den Link. Andrew wurde dafür verhaftet, all diese Männer für den Sex bezahlt zu haben. Sie sollen sich wohl alle bei ihm gemeldet haben, nachdem sie von seiner Seite gehört haben. prettylittlebucks.com. Während ich den Artikel las, begann ich zu verstehen, wieso all diese Männer nach dem Dreh so dankbar gewesen waren. Er hatte etwas, das sie verzweifelt begehrten. Und er war bereit dazu, ihnen dieses etwas zu geben. Nicht nur das, aber er bezahlte sie auch dafür, diesen Moment auf Film festhalten zu dürfen, um ihn auf seine Website zu stellen. Der Artikel beschrieb, dass die Männer, die bei Andrews Film mitmachten, sogenannte Bugchaser waren, welche eine verschwindend kleine Teilmenge der homosexuellen Kultur bilden. Andrews Website versorgte diese Subkultur und andere Leute, die sich einfach zu dem Konzept hingezogen fühlten und bereit waren zu zahlen. All die Männer, die ich gefilmt hatte, suchten nach dem, was sie begehrten. Wenn sie es gefunden hatten, so der Artikel, fühlten sie sich als Teil von etwas Größerem als sich selbst. Einer Gemeinschaft, mit der sie sich identifizieren können und in der sie Unterstützung fanden. Andrews Rolle war es, ihnen mit der Suche nach diesem gewissen Etwas und dieser Unterstützung zu helfen. Andrew war HIV-positiv.